Ihr wundert euch bestimmt, dass es jetzt hier ein bisschen dunkel oder ein bisschen düster ist in diesem Film. Genau um dieses Thema geht unser Film Licht. Ich bin also das ganze Haus getigert und habe einen Raum gefunden, wo ich genug Licht finde zum Filmen und bin dann hier in diesem Raum hängen geblieben. Natürlich ist das jetzt nicht alles, was dieser Raum bieten kann, aber wir zeigen euch, womit wir alles aufgepeppt haben, dass wir ein bisschen besser filmen können. So, den Film über die Go Extreme Action Cam haben wir euch ja schon gezeigt, unsere ersten Erfahrungen. Da oben in der Infobox könnt ihr gerne nachgucken. Das, wie gesagt, das waren unsere ersten Erfahrungen. Wir sind ja noch weiter dabei. So, jetzt starte ich mal meine Go Extreme, die Aufnahme. Und gucken wir mal. Ja, sie nimmt auf. Und jetzt werden wir diesen Raum heller machen. Als erstes werde ich das Licht da oben zuschalten. Genau, es wird heller. Dann habe ich hier oben noch eine Neonröhre, das war mal eine Wachstumslampe für unsere Pflanzen darunter, die es nicht mehr gibt. Auch da haben wir Licht. Und ihr seht, das Ganze ist jetzt schon heller geworden. Ha ja, jetzt filme ich mich selber, wie ich mich filme, oder? So, und jetzt bin ich ganz besonders stolz drauf. Ich habe hier, wenn das jetzt noch funktioniert, ja, es läuft noch, ich habe hier eine Baulampe. Und glaubt es mir, es ist eine echte 100 Watt Glühbirne. Kein Halogen, kein LED. Also mit dieser Lampe kann man noch heizen. Und jetzt machen wir sie an. So, super. Jetzt haben wir es eigentlich richtig hell hier drin. Könnte man ja meinen. Aber jetzt mache ich erstmal die Go Extreme wieder aus. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Gucken wir mal. Ja, jetzt ist sie aus. Und dann haben wir geguckt, ja, Baulampen, habe ich in YouTube einen tollen Tipp bekommen. Es gibt Softboxen. Wir haben uns jetzt diese Softbox von, wie heißt es jetzt, Gigotto Softboxer Set gekauft mit 85 Watt. Und das möchten wir euch jetzt hiermit vorstellen. Ich hole es mal hoch. Machen wir den jetzt auch vorsichtig auf, dass da ja nichts passieren kann. Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Positiv sieht aus, ich habe schon mal eine Tragetasche. Das heißt, ich kann das jetzt auch gut mit in den Stall nehmen. Das hat natürlich einen Vorteil. So, packen wir weiter aus. Was ist hier denn drin? So, Messer brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Nummer 1. Nummer 2. Und wie sollte es wieder anders sein? Karton. Karton. Dann tippe ich mal auf das Stativ. Das hier wird wahrscheinlich die Glühbirne sein. So. Damit ist die Tasche leer. Die brauchen wir jetzt nicht. Die brauchen wir erst wieder für den Transport. So. Lassen wir uns überraschen. Ich fange am besten mit den kleineren Kartons an und gucken wir mal, was da drin ist. Wie ich vermutet habe, da ist drin, wow, das ist jetzt mal eine futuristisch neumodische Glühbirne, oder? Sowas habe ich auch noch nicht im Haus gehabt. So, dann kann ja gar nicht mehr so viel kommen. Scheint hier relativ einfach zu sein. Das Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ist eine Aufbauanleitung. So, gucken wir mal. Das sieht nach einem Stativ aus. Wie geht das auf? Ja, okay, eine Anleitung wäre nicht schlecht. Hier kann man aufdrehen. Oder auch nicht. Okay, ich packe mal weiter aus und dann lassen wir uns überraschen, was ich noch finde. So, dann das zweite. So schnell geben wir nicht auf. Das ist zwar jetzt hier gerade der hellste Raum, den ich habe. Und mit der Baulampe könnte das auch ganz gut funktionieren. Aber in den Reiterferien haben wir auch öfters Fotoshooting. Wie gesagt, jede Reiterferien bietet noch Fotoshooting für die Kinder an. Und wenn da mal schlecht Wetter ist, habt zwar schon eine gute Spiegelreflexkamera, aber dann kann es auch mal eng werden mit guten Fotos. Und so können wir da gute Fotos machen, auch wenn dann jetzt im Frühjahr wieder unsere Welpen kommen. Muss ich nicht immer hoffen, dass draußen auf dem Balkon schön Wetter ist, sondern einfach sagen können, oh, wir stellen diese Softboxen auf und können auch im Haus gut filmen. So, jetzt
müsste das die Softbox sein. Die erste. So, machen wir das auf. Das sieht jetzt irgendwie nach einem Eier. Okay. Aber ich habe jetzt alles ausgepackt, aber eins, was ich nicht gefunden habe, ist eine Anleitung. Ich habe euch ja gerade geschwind weggedrückt. Ich gebe zu, Nadine ist nicht da. Ich wollte nicht ganz so blond aussehen. Ich habe geschwind nicht geblickt, wie es funktioniert. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Also, wir haben hier unser Stativ. Unseren Fuß hier drehe ich auf, dass ich ihn bewegen kann. Okay, ja, jetzt kommt er. Sehr schön. Drehe hier wieder zu. Dann habe ich ja hier den Schirm mit dem Kabel. Das haben wir ja vorhin auch schon gehabt. Geschwind aufdrehen. Ja, ja. Kriege ich schon hin. So. Jetzt sehen wir das hier. Da müssen wir jetzt das Gewinde komplett rausdrehen, dass das Stativ da reinpasst. So, das reicht. Dann können wir den Schirm darauf stecken. Oder auch nicht, doch, da passt. Drehen das Ganze wieder fest zu. So, jetzt haben wir das da so stehen. Jetzt machen wir den Schirm auf. Sehen da drinnen jetzt so eine Halterung, seht ihr das? Den drücke ich einfach darauf. Perfekt, gibt. Kann jetzt hier hinten festdrehen. Jetzt drehe ich hier unten, also es sind viele, viele Verstellmöglichkeiten. Drehe den hier ganz hoch. Wow, es wird aber größer, es wird aber größer. Die Höhe, ja, das finde ich okay. Jetzt war es fast ein bisschen zu hoch. So hoch kommen wir. Bin mehr als zufrieden. Seht ihr es? Passt schon. Als nächstes kommt die Glühbirne da rein. Wenn man das Glühbirne nennen kann, das futuristische Teil. Das. Ja, komm, drehen wir da rein. So. Jetzt haben wir hier noch was. Die müssen weiter weg, sonst seht ihr mir nicht. Jetzt haben wir hier noch was zum Zumachen. Wir wollen es hier abgedeckt haben, dass es nicht so blendet. Also am Anfang dachte ich, es gibt keine Anleitung, aber das geht so leicht. Einmal darüber, nochmal darüber, so, unten über die Ecke, so, dann hier auch nochmal über die Ecke. Jetzt hapert es, glaube ich, aber nur um Strom, aber ich stecke den mal drüben neben dem anderen ein. Also wie gesagt, wir stecken sie jetzt beide ein, ich tue sie beide Richtung Kamera stellen. Kamera, da ist der erste. Da ist der zweite. Ich schalte an. Eins. Und zwei. Sieht eigentlich jetzt super aus. Also, ha. Vor lauter Platz seht ihr mich jetzt gar nicht mehr. Also, ein geiles Licht, wenn man das Wort benutzen darf. Das war jetzt ja gerade der Aufbau der Chicotto Softbox. Jetzt möchte ich mal euch zeigen, wie ich die verschiedene Ausrichtung von diesen Boxen gemacht habe, um die Lichtverhältnisse zu verändern. Also erstmal nehmen wir mal auf, wie die da jetzt stehen. So, also ich habe da, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, da eine Box stehen und habe die andere Box da stehen. Und das ist jetzt mein Standort. Also ich bin relativ dicht dran. Ich schalte sie jetzt mal an. So, wenn ich mich jetzt wieder vor meine Kamera stelle, muss ich dabei sagen, mich stört das Licht jetzt auf Dauer dann doch schon. Ich muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen. Ich finde es ein bisschen arg hell. Also die optimale Position ist es noch nicht. Und jetzt zeige ich euch, wie man das verändern kann. So, dafür hole ich jetzt mal eine Box nach vorne. So. Wir hatten ja gestern schon die eine Box höhen verstellt. Weil wir haben hier oben nochmal einen Hebel. Und können die ja bis 2 Meter ausziehen. Nehmen wir die ein bisschen höher. So, geht noch ein bisschen, ja, machen wir es wieder fest. Dann können wir hier oben noch drehen, dass wir den ganzen Schirm drehen können. Jetzt gucken wir einfach mal, dass wir den ein bisschen von mir wegdrehen. So, und so wie der Schirm jetzt ist, stelle ich ihn wieder ins Eck.
So. Dann holen wir den anderen Schirm nach vorne. Da machen wir genau das Gleiche. Wir drehen hier, für die es zum zweiten Mal ausfahren. Fahren richtig schön hoch, aus, genau. Ich hoffe, ihr seht das noch alles. Hier oben kann ich wieder öffnen und kann auch den Schirm drehen. Ob man jetzt den Schirm da oben dreht mit der Schraube oder ob man den ganzen Ständer dreht, sehe ich jetzt aber allerdings nicht viel Unterschied. Und stelle das jetzt wieder dahin. Noch ein bisschen rüberschieben. So. Also, wir filmen das jetzt nochmal. Also, die Boxen habe ich jetzt der Höhe nach so aufgestellt, gerade zur Wand, also von mir weg. Die Box habe ich genau das gleiche gemacht. Vom Licht her fühle ich mich jetzt wesentlich wohler. Ich merke es noch leicht aus dem Augenwinkel. Ich könnte jetzt noch ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen drehe ich hier noch ein bisschen. Jetzt muss ich halt nur gucken, dass ich in der Mitte jetzt nicht zu dunkel bin. Und wenn ich mich jetzt so fühle, ja, man muss sich dran gewöhnen, es blendet vielleicht ein bisschen am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Ich meine, ich habe jetzt hier auch nicht diese großen Platzverhältnisse, aber ich sage, das ist das Beste, was ich kaufen konnte. So viel Licht habe ich nirgendwo im Haus und ihr werdet sehen, die beiden Teile werde ich noch extrem oft nutzen und dafür, dass es nur 60 Euro inklusive Versand gekostet hat, ist es für mich eigentlich die billigste Alternative gewesen. Und top, ich bin mehr als zufrieden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Und das war's schon wieder. Dank eurem Abo verpasst ihr auch das nächste Video von uns nicht.